Wir fühlen uns heute geehrt, weil wir wurden heute von einer Umweltorganisation als Testimonials ausgewählt. Wir sind Testimonials! Was sind Testimonials? Ich habe keine Ahnung. Das sind sozusagen Fürsprecher für ein Programm und in dem Fall ist es ein Klimaschutzprogramm. Und wir müssen dafür ein Foto machen, aber wir wollen nicht nur ein Foto machen, wir wollen uns auch wirklich für dieses Programm einsetzen. Und wie ist doch mal diese Umweltorganisation? Die heißt WWF, World Wildlife Fund. Also ich bleibe bei WWF, das ist wesentlich einfacher. Ich auch. Eine hübsche Location, also ein nettes Örtchen für unser Foto, ist schnell gefunden. Ineas und ich haben unsere Eyebrows-Requisiten mit, also unsere Mikrofone. Und mit dem Fotoapparat von meinem Papa und dem Selbstauslöser haben wir schon bald echt nette Fotos im Kasten. Aber was können wir außer Fotos sonst noch für unser Klima machen? Das hier sind wirkliche Stromfresser. Hier haben wir einen DVD-Player, einen SAT-Receiver, eine Spielkonsole. Und die verbrauchen nicht nur Strom, wenn ich auf ihnen spiele oder fernsehe, sondern auch, wenn sie ausgeschaltet sind. Es reicht nämlich nicht, es nur mit der Fernsteuerung auszuschalten, weil dann passiert Folgendes. Das grüne Lämpchen verwandelt sich in ein rotes Lämpchen. Aber auch das rote Lämpchen verbraucht Strom und das gar nicht so wenig. Im Jahr verbrauchen Geräte im Standby-Modus, das heißt, dass ich sie gar nicht verwende, 100 Euro Stromkosten im Durchschnitt. Und ganz ehrlich, meine Familie ist jetzt echt kein Durchschnitt. Ich meine, wir sind echt viele und brauchen natürlich auch mehr Strom. Das Einzige, was wirklich hilft, ist Stecker raus. So, jetzt leuchtet nichts mehr. Also das werde ich im kommenden Jahr ändern. Und was macht Ineas? Ich habe mir vorgenommen, im nächsten Jahr nicht so viel Wasser zu verbrauchen. Und vor allem beim Zähneputzen braucht man extrem viel Wasser, wenn man das Wasser rinnen lässt. Und ich mache jetzt einen kleinen Test. Ich habe hier diese Plastikflasche. Ich stelle sie darunter. Und ich werde jetzt schauen, wie viel Wasser ich verbrauche, wenn ich mir die Zähne wie sonst immer putze. Habe ich jetzt verbraucht, nur fürs Zähneputzen. Das ist extrem viel. Das muss ich allerdings jetzt noch mal 2 rechnen, weil ich ja schließlich 2-mal am Tag Zähne putze. Und das sind dann über 4 Liter. Echt arg. Rechnet man das Ganze für ein volles Jahr aus, so kommt man auf beachtliche 1460 Liter. So, mit dem Wasser gehe ich jetzt erstmal die Blumen gießen. Und der Rest gehört mir. Es gibt bestimmt auch 100.000 andere Wege, unser Klima zu schützen. Das Wichtigste ist nur, man tut es. Weil wir haben nur eine Erde und auf die müssen wir aufpassen.